Vergiss gern das Übernehmen drücken, so anders hinsetzen. Schauen wir erstmal an einen Platz für das neue Haus. Und überhaupt, welche Ressourcen wir da brauchen. Oder besorgen wir erstmal Dünger bei Dingens und räumen vielleicht mal eben auf. Das ist okay. Reynolds Federpelz würde ich hier lassen. Roggenkorn würde ich dann auch hier lassen, aber das Leder kommt hier rein. Denn für sowas Grobes haben wir ja schließlich unser Ressourcenlager. Halt. Das Leder. Gut. Schmeißen wir uns direkt noch ein bisschen Fleisch auf den Bräter. Haferschleim. Ach so. Da bin ich ja fast mit einverstanden, ne? Jetzt mal im Ernst, also. Dann wüssten wir auch, was Haferschleim bringt. Drücke R, um mehr zu craften. Dann könnte man sie die Menge angeben, oder was? Ah! Akzeptieren. Jetzt wird Haferschleim gekocht, Freunde. Ist zwar recht teures Zeug, was wir da jetzt haben, aber 20 Nährwert? Komme ich mit klar irgendwie. Uns mal überlegen, dass das gebratene Fleisch gerade mal sehen. Ja gut, ist auch nicht so teuer. Dafür müssen wir aber jagen, ne? Immerhin. Gut, können wir halt jetzt nur noch 5 Felder irgendwie besetzen mit Roggen. Aber ist ja kein Ding. Ich meine, wir müssen eh noch mit Dagobert sprechen, ne? Und wir müssen einmal erfolgreich flirten. Das wird nicht so einfach, so wie ich stinke. Wer hockt denn hier? Bulimira. 50%. Hallo Fremder, ich bin vor kurzem in dieses Land gekommen und kenne hier niemanden. Was kann ich für dich tun? Ich schaffe eine neue Siedlung und suche Leute, die bereit sind, sich mir anzuschließen. Ich habe gehört, du machst deinen Ruf aus. Mach weiter. Ich denke, vielleicht eine Reputation erforderlich 50. Aber das ist die allgemeine Reputation, ne? Pass auf, ich würde aber sagen, schöne Frau. Haha, wir kennen uns noch nicht gut genug. Na, haben wir es mal getestet, ne? So, hier haben wir diesen Typen da, diesen Dorfvorsteher. Der hat ja auch Waren, stimmt ja. Der hat eine Sense, Flachs. Flachs werden wir bestimmt brauchen.
Ich werde jetzt gehen. Auf Wiedersehen. Warte. Okay. Müssen wir also dringend wieder Geld besorgen. Gisella, Jurand. Das wäre also auch ein... Nee, das ist die potenzielle Dorfbewohnerin. Und ist mit Bettkost. Der erste Moment Zeit. Schönes Wetter heute. Wie ist die Arbeit? Ich hoffe, es geht dir gut. Zustimmung plus 5, okay. Ich genieße, was ich tue. Du bist zufällig, vielleicht kannst du irgendwie helfen. Ja, klar. Irgendwann helfen, alles klar. Bei dem haben wir jetzt durch die richtige Antwort 5 Punkte plus bekommen. Das ist ja gar nicht mehr übel. Können wir Frau kaufen mit Kind? Adelina ist ja sowieso Händlerin. Kürzlich bin ich in die Jagd eingestiegen. Hast du irgendwelche Tipps? Ah, das ist ja geil. Ich sollte sowas häufiger machen, ne? Tut mir leid, ich weiß nicht viel darüber. Aber was ich wirklich tun, was würde ich tun? Ah, um Wild zu bekommen. So lecker. Entschuldigung, worüber sprachen wir gerade? Okay, ich glaube, Adelina benutzen wir nur als Dealerin hier. Ich hätte gerne noch Karotten sammeln, die sind so teuer. Ja, ich werde jetzt gehen. Auf Wiedersehen. Na, Olga? Olga hat ein bisschen zu viel vom Mutterkorn abgekriegt, oder was? Jo, gut. Helga, Zugbert. Sobemir, der hatte den Dünger, ne? Den wird er aber jetzt nicht mehr kriegen, glaube ich. Jo, alles klar. Bam, 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 bam. Ah, 4 Dünger haben wir noch bekommen. Das ist doch schon mal etwas. Hast du einen Moment Zeit? Sicher, worum geht's denn? Ich komme gerade von Feldarbeit zurück. Harter Job, nö. Wie ist es dir in letzter Zeit gerne? Oh, ich bin sehr dankbar, dass du fragst. Das ist nett von dir. Zustimmung plus 5. Jetzt sind wir bei so bei mir auch schon bei 60. Können wir den heiraten? So. Ich werde mal gehen, auf Wiedersehen. Wir haben noch 5 Roggenkörner, 4-mal Dünger, 4-mal Flachs. Mhm, dann müssen wir unser Feld noch ein bisschen erweitern. Dann würde ich glatt mal so ein Experiment machen. Mit gedüngtem Flachs und gedüngtem Roggen. Helga, hast du einen Moment Zeit? Sicher, worum geht's denn? Wir haben schönes Wetter, findest du nicht? Wie original. Zustimmung minus 5. Verkackt! Ich möchte was sagen, schöne Frau. Tut mir leid, ich bin verheiratet. Okay. Tschüss. Was ist mit dir? Bist du noch irgendwie... Hey, hast du einen Moment Zeit? Bei der haben wir eher 50, Was für ein Tag. Ich habe fast ununterbrochen gearbeitet, aber ich weiß, dass sich meine harte Arbeit auszahlen wird. Du weißt ja, was man sagt. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Das ist eine gute Idee. Ich bin mir nicht sicher. Ah, Zustimmung minus... Shit. Das war's. Ansonsten wäre ich wahrscheinlich... Ach, ja, dann wäre sie eine Adlige. Okay. Er hat mit einem bösen Witz geantwortet. Ich werde jetzt gehen. Auf Wiedersehen. Ah, 2-mal verkackt hier in einer Bahn. Was haben wir hier? Tschüss. Frieda. Zugfrieda, oder was? Alter 14. Wunderbar, gebärfähig. Erste Moment Zeit. Entschuldige, meine Mutter, wenn wir in Fremden sprechen. Alles klar. Also, so war das nicht im Mittelalter. Was haben wir hier? Könnten wir stehlen? Sollen wir aber auch gar nicht. Wen haben wir da? Den Zybert. Erste Moment Zeit. Entschuldige, meine Mutter sagt, sie soll mit Fremden sprechen. Alles klar. Na Todde, moin. Grüß dich. Schönen Sonntag. So. Da liegt noch Rundholz rum, das nehmen wir natürlich direkt mal mit.
Ha! Das verschwundene Rundholz, Freunde. Okay, dann müssen wir hier harte Geschütze auffahren. Da liegt's. Roll nicht weg, mein Rundholz. Ja. Dagobert besuchen. Würden wir an diesem Tag kaum noch schaffen, dann haben wir auch schon fast Herbst und müssten eigentlich aussäen. Flachs wird aber... Wann wird Flachs ausgesät? Hab ich eben gar nicht geschaut, ne? Ich war nur noch... Flachs. Steht da nix. Okay. Ah ja, tolle. Kein Multiplayer. Ist... ich weiß nicht. Ist halt ein Dynastiespiel, ne? Da gibt's überhaupt ein Dynastiespiel mit Multiplayer? Da müsste man ja dann sowieso kompetitiv gegeneinander antreten. Weil geht ja darum, eine Dynastie zu errichten. Hier gewachsen Karotten! So, die haben alle irgendwie keine besonderen Auszeichnungen. Aber ich persönlich, also obwohl ich eigentlich so mit Dynastiespielen nichts am Hut habe, gefällt mir das hier sehr, sehr gut. Ist ein recht chilliges Spiel und naja, es ist bisher ziemlich umfangreich. Ein System, das ich so nicht kenne, und muss ich mich halt erst einfriemeln. Klappt aber soweit, glaube ich. Wissende Zuschauer werden bestimmt sagen, nee, du bist so ein totaler Kacknoob, lass mal sein, das Spiel. Aber macht mir Spaß. Ich muss ein bisschen anders denken als bei den normalen Survival-Games, weil, wie gesagt, ist ja kein Survival-Game. Hat aber einige Survival-Aspekte, also Hunger, Durst und so, wo wir gerade von sprechen. Der Crafting-Aspekt ist auch jetzt nicht so riesig, aber schön. So. Und ansonsten ist es quasi Stardew Valley in 3D. Nur, dass wir hier noch Nachkommen züchten müssen. Also mir gefällt es bisher rundum recht gut. Auf jeden Fall. Wir haben gestern schon ein paar Stündchen gemacht. Und heute hat mir meine Frau denn doch endlich freigegeben, dass ich noch ein bisschen im Mittelalter durch die Gegend rennen darf. Ja. Und dann tun wir das. Es ist im Early Access, hat noch einige Macken, aber die Entwickler sind so zeitnah mit Patches dabei im Moment. Ich bin da guter Dinge. Viele lustige Sachen begeben sich ab und an mal, so wie gerade eben das mit dem Rundholz, welches mir gestern abhanden gekommen ist und ich erst heute gesehen habe, wo es ist. Wir haben Fleisch in der Falle. Nee. Da war diesmal nichts drin, ne? So ein Scheiß. Wer hat denn die Falle hier gekickt? Keine Ahnung, Kadaver, ob das gut ist, wie ich das gerade zocke, so. Das ist kein Plan. Wir werden sehen. Ich meine, das Spiel gibt dir immer diverse Sachen vor und da versuche ich mich halt dran zu orientieren. Aber ansonsten... Danke. Rundholzstock, das müsst ihr denn drüben holen. Steine haben wir auch drüben. Der hat nämlich glatt jetzt noch ein paar Klingen machen, dann würde ich mal eben nach zum Dagobert latschen. Wir haben aber auch das neue Gebäude, ne? Oh, jetzt bin ich echt hin und her gerissen. Weil zum Dagobert und zurück heißt, dass wir echt lange unterwegs sind, ne? Wo ist denn unser Dagobert? Hier oben, ne? Ja.
Wie, Branika gibt es zweimal? Hat das Dorf eine Nebenstelle, oder was? Das Schöne ist, in der Übersicht hier scheint die Zeit nicht zu vergehen. Oh, Hühnchen mit Salat. Ja, denn jetzt mal guten Hunger, Schäfchen. Wusste gar nicht, dass ihr scharfe Fleischfresser seid. Apropos Fleischfresser. Den Dünger. Ja, guck mal gleich mal. Ich würde mir nämlich gerne die Werkstatt noch angucken. Aber jetzt wollen wir erstmal für Kohle sorgen. Mir fehlt der Stein. Ja gut, ich brauche sowieso noch einen Speer. Wenn wir auf dem Weg da noch irgendwie Begegnungen haben sollten. Ich tue das mal rüber, bevor ich hier Mumpitz mit anstelle. Obwohl das Flachs könnte. Den Flachs könnten wir echt schon irgendwie mal säen. Vielleicht sogar am. Zwei hölzerne Speere, vier Steinmesser, okay. 17 Kilo, okay. Dann sehen wir auch, wie lange der wächst und so. Wir brauchen da ja keinen Dünger für. Und wir würden dann sehen, ob ob wir danach dann Dünger brauchen. Säen, Beutelmodus ändern. Ach, rechts wäre das. Okay, die einfache Tasche. Nochmal, so. Und zwar Flachs. Hä? Ich habe doch aber Flachs eingepackt, oder? Ja gut, das ist Flachs, ne? Und kein Flachsam. Scheiße. Naja, okay. Okay, Gebäude. Speicher, Ressourcen. Ressourcen wäre das gewesen, ne? Oder? Nein. Überleben. Hier. Werkstatt. 8 Rundholz. Sechs Stück haben wir. Müssen wir also auf jeden Fall noch ein Bäumchen klatschen. Nehmen wir dich hier. Ups, Entschuldigung. Hi, keine Koffer. Nee. Spoilt, glaube ich, nicht das Essen. Hat da keine. Also im Moment gibt es da noch kein Spoiling, also kein Verrotten. Das heißt also, wir haben auch kein Problem damit, irgendwelche Lebensmittel zu lagern. Noch nicht. Wer weiß, ne? Acht Stück haben wir gebraucht, ne? Jetzt mal gucken, ob wir überhaupt noch bewegungsfähig sind. Gerade so. Wie sieht das denn aus mit der Werkstatt? Ach, ich Döfchen. Ach, die könnte man sogar direkt mit hier hin pflanzen. Froppenpfen.
Hier direkt daneben. Wo ist die Tür? Hier vorne, ne? Oder was? Das Fenster? So, was brauchen wir denn da? Aha, Stöcke und Rundholz. Wieder mal Stroh und Rundholz. Mhm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Rundhölzer. Da hinten ist schon wieder so ein Kanickel. Stehen ja auf die auf der Lehmecke, ne? Also auf die Lehmecke. Die wälzen sich hier bestimmt immer zur Parasitenabwehr in den Boden. Die Schaufel können wir dann erst in der Werkstatt herstellen, denke ich, ne? Nein, ich habe ihn übersehen! Schon gern so einen Hasenbraten, obwohl lauf in meine Falle! Ja, wird er bestimmt tun. So, aus Liebe zu mir. Habe ich natürlich keine Steine. Bum, bu, 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 bu. Federn. Das ist schon ziemlich cool, dass wir hier bei unserer Hütte Lehm haben. Auch wenn ich eigentlich erstmal gar nicht so einverstanden war mit dem Bauplatz, scheint das doch ganz, ganz gut zu sein. So, am nächsten Tag haben wir dann auch schon Herbst, ne? Wo waren wir denn am Hacken? Hier oder da? Egal. Ah ja, hier. Langsam überladen, aber das ist nicht so schlimm. Nehmen wir noch ein bisschen was mit. Ups. Yeah, Gewinnung, neuer Level. Oh, jetzt wird's aber... Nee, dann gehen wir schon mal wieder. Ne? Lass mal eben schauen. Fähigkeiten. In der Gewinnung. Kenntnis der Gewinnung. Holzfäller. Bergarbeiter. 500... Naturgestalt. Langsamer... Haltbarkeitsverlust der Axt, der Picke. 5 Kilo größeres Gewichtslimit im Inventar. Können wir nicht kaufen. Müssten wir Stufe 3 sein oder so, ne? Haben wir überhaupt irgendwelche Stufen? 2, kann das sein? Schneller loggen. Ich nehme die Naturgewalt. Damit die Axt nicht so schnell kaputt geht. 5 Kilo wären mir irgendwie schon lieber gewesen, aber man kann nicht alles haben. Bum, bum, bum. Wieder ein bisschen schneller bewegen. Wir können nicht rennen, aber wir können uns ein bisschen schneller bewegen. Dann nehmen wir das direkt wieder mit. Die nehmen wir auch mit. Da sollten aber die Hälfte reichen und Stroh brauchen wir
komplett. Das war jetzt sehr komplett, okay. Ah, das ist doch viel zu schwer. Müssen wir ein paar Stöckchen loswerden. Die Steine können wir rüber tun. Das geht. Das geht. Das wird. Wir müssen hier nicht so weit laufen. Oh, cool, wir haben da eine Werkstatt. Da kann Dagobert erstmal. Ist mir dann erstmal egal, unser Dagobert. Ja, essen wir, ne? Ist nicht viel. Oh Mann. Jetzt müssen wir E-Stöcke holen, oder? Nee, noch nicht mal. Cool. Ja, fertig ist das Dach. Es wäre doch gelacht. Ja, wie geil. Wir haben unsere Werkstatt. Schon wieder eine Truhe mit 100 Kilo. 100 Kilo. Und was haben wir hier? Werkstatt, Werkbank. Bimbo, Bingo. Bambene. Hölzerner Bauhammer. Schaufel. Hölzerner Speer. Schaufel. Direkt herstellen. Sofort. Bingo, Bongo. Wir haben's. Wie geil. Ja, dann müssten wir eigentlich ein bisschen umsortieren. Holen wir uns den Crafting Hammer auf die Dingens da. Auf die 8. Gehen wir mal ein bisschen Lehm besorgen. Neues Gebäude freigeschaltet. Holzschuppen. Ach, als würde ich es wissen, aber ich weiß es nicht. Ich habe es jetzt einfach mal ausprobiert. Wie viel Gewicht haben wir? Haut hin, können wir noch wegrotzen. Ah, ein bisschen zu weit weg. Das ist ja geil. Zuallererst haben wir ein neues Gebäude. Was war das? Ressourcenlager 1 hatten wir schon. Holzschuppen. Okay. Die Zäune müssen wir kaufen, also die Dinger dafür. Die Baupläne, Blueprints. Hasenpfade dürfen wir nicht, weil wir die Limit schon überschritten haben. Einfacher Lattenzaun, okay. Wir haben jetzt so einen Holzschuppen mit 6 Rundholz, dann würden wir den kriegen. Apropos Rundholz. Hier dürfte noch eins rumliegen. Du, 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 du. Du, 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 du. Das ist ja abgefahren. Verdammte Kacke. Hacke, Kacke. Sowas von happy. Okay, überladen. Dann werden wir erstmal ein bisschen abladen gehen. Wir haben auch schon wieder spät. Boah. Ja, dann haben wir Herbst, Dünger raus, Roggen raus. Schauen wir mal. Na komm.
geil. Echt geil. So, in der Werkstatt benötigen wir Steinwerkzeuge, ein steinerner Spieß, Felswerfen, ein Wurfstein, eine Steinhacke, Steinpfeil, ein Recurve-Bogen oder Recurve, wie man es möchte. Ein Eimer. Knüppel. Okay. Können wir hier also auch ein paar Sachen lagern? In dem Flachsee können wir auch hier rüber tun. Müssen wir mal schauen, wann wir das, die Handwerksfähigkeit bekommen. Anstatt Flachs haben, dann nimmt er sich Flachs und wundert sich. Das geht ja gar nicht. Stöcker. Stroh. So, wir hätten jetzt mit dem Hammer. Ach, den Hammer habe ich jetzt auf der 8. So. Rein theoretisch die Möglichkeit über Bauvorhaben ändern, aufrüsten. Flechtwand mit Fenster, erforderliche Ressourcen, Lehmbewurf. Habe ich den Lehm weggepackt? Ton. Ton ist eine Töpferware und Lehm wäre was ganz anderes. Okay, ich verstehe. Bin dabei. Geh mal pennen. Oh, Wasser essen. Oh, das ist aber ganz übel. Was treibe ich hier gerade? Ich habe voll nicht drauf geachtet. Hm, die bringen ganz schön was. Haben wir aber bestimmt morgen Dünnschiss. Oh, jetzt haben wir auch noch einen Wegerich gemampft. Wir nehmen mal eben ein Bad. Mit der Fackel am Bad vorbei. Flemm, direkt rasiert. Ja, geil. Schon wieder so wunderschönes Wetter. Ja, bei den anderen hat sich nichts getan, ne? Okay. Müssen wir wieder nach unserer Falle gucken. Hier haben wir noch Brennholz, Feder, Leder. Da können wir auch den Ton mit reintun. So. Ja, cool. Endlich mal wieder eine Hase dabei. Eine Hase dabei. Gut, aktivieren. Ach, die habe ich das letzte Mal nicht aktiviert. Ich Döfchen. Ach, wir können noch mehr. Sehr schön. Warum ist denn meine Nahrung wieder so sehr aufgefüllt? War das allein durch die Bären? So, wir haben Herbst. Leder habe ich noch in der Tasche, okay.
La. Das mit dem Flachs ist so ein Witz, ne? Steine können wir ruhig auch mitnehmen. So, jetzt damit hätten wir da Dünger. Weiß ich gar nicht, ob ich direkt düngen möchte. Aber machen wir das mal so, pass auf. So, dann würden wir hier... dreimal gedüngten Roggen drauf. Hacke benötigt, okay. Wo habe ich die? Ah, da. Ich hoffe, der Dünger ist da jetzt noch drauf. Weil da steht jetzt nur gepflügtes Feld. Naja, okay. Schauen wir, wir haben ja noch zweimal Dünger. Testen wir das mal eben. Aha. Angeblich ein ungepflügtes Feld. Wäre dann Dünger benötigt. Können wir hier schon Samen draufpappen? Warte mal. Wo habe ich die? 8, 7. Säen. Nee, das geht nicht. Wir müssen also Dünger drauf tun. Der Boden hat nicht genug Nährwert anscheinend. Einen Dünger haben wir noch. Ah ja, gepflügtes Feld, Samen benötigt. Verstehe. So, schön. Wie viel Kohle haben wir denn eigentlich noch? Hallo Lukas, grüß dich. Schönen Sonntag wünsche ich dir. Bum, 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 bum. Eigentlich nichts mehr. Nichts mehr, gebratenes Fleisch brauchen wir jetzt im Moment nicht. Gut. Tja. Würde ich aber sagen, bringen wir hier in unsere Hütte unter, ne? Schauen wir mal, bis wir noch 6 Rundhölzer zusammenbekommen. Hätte ich Bock drauf. Ein Stein müssen, die 4, die wollen wir verkaufen, ne? Habe ich noch nicht gemacht. Pass auf, das bleibt alles bei mir. Und nochmal Glückwunsch zum Job. 7 Münzen haben wir noch. Wir sind reich. Reich und mächtig. 6 Rundhölzer. Und dann schauen wir mal, dass wir Dagobert aufgesucht bekommen. Oh, Entschuldigung. Das ist Mittelalter-Dynastie, ein Dynastiespiel. Da musst du halt probieren, dein eigenes Dorf aufzubauen, Ehefrau zu bekommen, Kind zu zeugen, Nachkommen und so. Und, hat auch ein paar Survival-Aspekte wie Hunger, Durst, Verwundung,
und so. Aber ist auch noch im Early Access, also von daher. So, steinerner Spieß haben wir noch nicht freigeschaltet. Steinaxt haben wir. Steinhacke, naja, ist ja eigentlich nur zum Beete bearbeiten, ne? Schaufel haben wir, Speere haben wir. Der Rest ist noch nicht freigeschaltet. Ja, ich hoffe auch, Lukas, dass das, dass du jetzt endlich mal so ein bisschen Glück hast. Und einen vernünftigen Arbeitgeber, ne? Weil da hat man ja keine Lust drauf. Also, das ist ja echt übel. Pilze? Was bist denn du für einer? Fliegenpilz. Eine Nahrungsressource, die roh verzehrt werden kann. Sie kann Vergiftungen verursachen oder eine kleine Menge an Nahrung wiederherstellen. Sie kann im Herbst in den Wäldern gefunden werden. Plus 3 Lebensmittel, 100% Vergiftungsgefahr. Riesenschirmpilz, eine Nahrungsressource, die roh verzehrt werden kann. Sie stellt eine kleine Menge an Nahrung wieder her. Sie kann im Herbst in den Wäldern gefunden werden. 1. Lebensmittel. Röhrenpilz. Kann roh verzehrt werden, stellt eine Menge Nahrung wieder her. Die sind also nicht giftig. Da müssten wir echt glatt mal schauen, ob wir irgendwie dafür schon Rezepte haben. Guck mal, da fallen sogar Federn, wenn der Baum fällt. Das habe ich aber jetzt bisher noch nie beobachtet. 6 Rundhölzer bräuchten wir. Für die Grundkonstruktion. Ah, im Moment, Lukas, ich gucke jetzt gleich mal. Fliegepilz, Muscarin. Das ist nochmal ein anderer, ne? Was? Edelzicker? Ja, Edelreiziger. Nahrungsressource. Roh stellt kleine Menge Nahrung wieder her. Gut, kein Gift. Ja, was soll ich sagen, Lukas? Also das Game macht richtig Laune. Und jetzt lese ich erstmal gemütlich, was du da am Tippern bist, mein Bester. Wir schauen nur mal eben, dass wir hier Platz für den Holzschuppen finden. Ist der schon fertig? Oder was? Achso. Ah ne, fehlt noch. Stroh und Rundholz. 1, 2... 2 Rundhölzer. Das ist preiswert. Da lassen wir uns drauf ein, auf jeden Fall. Danke. Schaut gut aus, das Spiel und du. Na ja, gut.
ein bisschen Schiss ist immer beim Job, ne? Kommt halt jetzt dann Nachtarbeit und so dazu und Sonntagsarbeit an Feiertagen. Aber eventuell hast du dann wirklich besseren Verdienst und fairere Arbeitszeiten und. Ne? Und dann würde ich auch drauf kacken und Sonntags- und Feiertagsarbeiten machen. Wenn das Klima stimmt, ist doch perfekt. Weil es ist ja nun mal so, dass man, wenn man normal arbeiten geht, mehr Zeit auf der Arbeit verbringt als mit seinen Lieben. Und da muss das schon irgendwie stimmen, sonst, da wird man ja bekloppt. Aber die Thematik hatten wir ja schon ein paar Mal, ne? So, sind da wieder neue Pilze beigekommen. Der Edelreizer ist ja schon ein ziemlicher Kieferspreizer. Der Röhrenpilz, den hatten wir schon. Der lächelt über uns voller Hohn. Gut, packen wir das ein und... Ja, komm, den nehmen wir jetzt auch noch mit die Kiefern zeigen. Warum nicht? Stroh, ne? Okay, da müssen wir mal noch eben in unsere Zutzenlager latschen. Dir und deiner Säge. Der Säge geht's gut. Ja, ich bin immer auf dem Weg der Besserung, ne? Immer. Oh, ich habe hier gar nichts mehr. Ich habe hier aber noch Stöcker drin, ne? Ja, könnten wir mal mitnehmen. Nein, wir sind aber auch schon wieder überladen. Habe ich das Stroh hier drüben reingepackt? Oder müssen wir direkt wieder welches besorgen gehen? Schade, dass die Musik nicht so stimmungsangepasst ist, weil im Moment ist ja hier nichts Krasses irgendwie und da ist das echt ein bisschen überdimensioniert. Das war's schon, ja? Wildschuppen abgeschlossen. Okay. Das ist also auch wieder nur Lagerplatz 50. Ja. Eieieiei. Ja, na gut, bei 160 Stunden, da sollte schon einiges rüberkommen, ne? An Kohle, sonst Kacke. Ja, pass auf, machen wir das. Sammeln wir erstmal alles ein bisschen. Hier haben wir am meisten Lagerplatz. Ziehen wir mal eben die Sachen zusammen und dann huschen wir mal zu Dagobert. Brennt uns wieder Leder, Pelz, Roggenkorn, Ton, das bleibt alles hier. Aber nicht mehr viel drin, oder? Rundholz kommt rüber, Stein kommt rüber. Stöcke kommen auch rüber. Gut, dann haben wir einiges an Ressourcen. Könnten wir glatt noch ein paar Messer herstellen. Denn ich glaube, wir müssen schon wieder Nahrung kaufen. Wir können die aber auch erstmal verkaufen, wenn wir bei Dagobert sind. Ne? Kontrollieren wir eben noch die Hasenfalle. Ah, das wird so eng. Wir werden bestimmt in der Nacht reisen müssen. Ja, geil. Aber warte mal. Da haben wir bestimmt nicht genug dabei, ne? Einfach nur 10 Stöcke. Die haben wir en masse.
Ja, wir müssen mit Dagobert quatschen. Da habe ich mich gestern schon kaputt gelacht. Wir müssen seinen Geldspeicher aufräumen, weißt du? Was haben wir denn noch für Quests? Alwins Geschichte, Sommer. Dagobert. Und hier müssen wir noch flirten. Flirten. Geh mal querfeldein. Ich meine, wir haben ja jetzt Nahrung mehr oder weniger dabei. Ah. Ischdöfchen. Haben wir hier irgendwelche Pilzsuppen? Haferschleim? Pass auf, warte. Fleisch mit Soße, Suppe. Suppe. Also rote Beete, Karotte, 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 Kohl. Fleisch, Kohl, Roggenkorn. Haferkorn. Zwiebel, rote Beete, Karotte. Das wären so Sachen. Und Kohl, die man anpflanzen sollte. Genau, wir teilen das Geld auf. Er kann die Hälfte behalten. Warte mal, wir gehen mal eben. Aber jetzt ist Dagobert hier? Ich hatte den eben dort lokalisiert. Egal, das macht nichts. Oh, nein. Erstmal zum Fluss. Gut, getrunken haben wir. Aber jetzt war keine Katzenjammer, sondern ihr sammelt zwischendurch noch ein paar Pilzchen. Wer weiß, was die an Kohle bringen. Entschuldigung. Wir gehen querfeldein. Und selbst wenn die keine Kohle bringen, die tauchen hier so mannigfaltig auf, dass wir da gar nicht Nein sagen können. Nur leider kommen wir da ein bisschen spät zu Dagobert, ne? Ich weiß auch gar nicht mehr, warum wir jetzt nochmal mit dem reden sollten. Jo, schon wieder 15 Pilze hier einfach mal so eben nebenbei gesammelt. Das nimmt noch so Ausmaße an wie 4-2 nicht genügend Ressourcen. Achso, wegen den Steinen, alles klar. Wie mit den Bären. Genau, der kann noch warten, der Dagobert. Nee, also ich finde das Spiel echt angenehm, ruhig, chillig. Klar, man hat auch manchmal so einen Wolf, der einem voll in den Arsch beißt und so, aber das ist halt auch einfach zu verkraften, würde ich ganz ehrlich sagen. Ich stehe hier eigentlich in einem Bärenfeld, ne? Nein! Geh weg! Geh weg, du Sau! Wow. Headshot. Double kill. Geil. Eber-Skin. Ich denke, was knackselt da neben mir? Wolf? Zweimal Leder, viermal Fleisch. Wir sind reich. Zweimal Leder, viermal Fleisch. Wir sind reich. Baby. Mein Schwein, mein Pelz, mein Leder. Gut. Haben wir. Kommt da so eine Wildsau? So ein Boar.
Moin, Paule. Na? Ja, der liebe Märchenonkel erzählt wieder seine Sachen hier, du. Ist wieder im Mittelalter unterwegs, macht sich dreckig, wäscht sich im Schuber. Und sammelt Pilze, hat jetzt schon richtig Gebäude am Start. Eine Werkstatt, irgend so ein Ressourcendings. Schon abgefahren. Wir sind im Herbst des ersten Jahres. Schade. Das wäre gut geworden. So, wo ist der Speer? Ah, der ist durch, ja, der Speer. Ja. Schade. Können wir einen herstellen? So auf die Schnelle. Rundholz. Aha. Was will ich hier mit der Hacke? Ja, das Wildschwein hat wieder nicht richtig zugehört. Du Sau, Bärenfeld, nicht Schweinefeld. Ja, genau, das Schwein hat nicht zugehört. Dafür musste es sterben. Da liegen Federn. Immer so ein Glück hier mit den Federn. Ach, Rundholz. Nicht genug gesammelt. Ob ich heute noch bei Dagobert ankomme? Oder muss ich im Wald übernachten? Shit, echt. Wo ist das Rotwild hin? Da, ne? Direkt vor mir. Jetzt? Okay, wenn keiner mehr vorhanden ist, muss man die neu zuordnen. Alles klar, verstehe. Ist mir zu weit entfernt. Ich hebe meinen Speer. Ich hätte gern ein Gewehr. Das ist mir nicht vergönnt. Shit! Ich hoffe, der Hirsch, der pennt. Kacke. Naja, da wäre bestimmt auch noch die Muse, dass ich hier seine Weiber kille, oder? Das ist cool, man kann sich hier wirklich anschleichen. Man muss halt nur auch mit dem Speer umgehen können. Ach, echt jetzt? Das war aber ein eindeutiger Treffer. Oder auch nicht. Na, schon ganz schön im Eimer. Märchenonkel hat Shit gesagt. Ja, der darf das auch. Der kann alles ab 18. Inhalt nur für Erwachsene. Oh, kein Stein. Oh, das ist aber echt schön gemacht. Also, wir haben tatsächlich irgendwie braunes Laub und so. Richtige Herbststimmung. Total angenehm. Ein Fuchs.
ich glaube, der Rückweg wird Nachtwanderung. Ah. Hi, Gamer L. Ja, wir sind fertig mit dem Umzug. Ist zwar noch so einiges zu machen, aber wir sind soweit durch. Also Umzug ist komplett, alles mehr oder weniger hinter uns. Nee, leider habe ich mir danach noch einen fetten Bandscheibenvorfall zugezogen. Und hatte da auch echt Glück im Unglück. Und das hat jetzt auch 7 Wochen gedauert. Seitdem kann ich jetzt wieder einigermaßen länger sitzen. Schmerzfrei pennen und so, aber... Naja, sind halt so Dinge, ne? Man wird älter, würde man sagen. Ich glaube aber, ich nehme jetzt mal so ein bisschen die Beine in die Hand. Und dann sehen wir mal zu, dass wir vor 20 Uhr noch bei Dagobert reinschauen, weil sonst ist der pisst und will nicht mehr mit uns reden. Ist nämlich dann dunkel und dann will er pennen gehen. Kaffee. Wo gibt's denn hier schon wieder Kaffee? Der Lukas bringt hier einfach Kaffee in den Chat. Mama, darfst du das denn? Hier laufen alle Wildschweine und so weiter um mich herum. Und ich kann keinen killen, es ist dunkel. Da ist schon wieder ein Fuchs. Ich will auch einen Kaffee. Mit Winnie habe ich das letzte Mal... Schönen Gruß von ihr an euch alle natürlich, ist ganz klar. Habe ich das letzte Mal ein wenig in Fjordur bei Ark reingeschaut. Das haben wir aber nicht gestreamt, weil das war auch mehr so, ich habe 15 Minuten mitgemacht und dann habe ich gesagt, oh, jetzt muss ich erstmal wieder ein bisschen durch die Gegend latschen und na, wir haben uns das einfach nur mal so ein bisschen angeschaut. Ein Röhrenpilz haben wir noch nicht viel. Aber die hat auch sehr, sehr viel um die Ohren. Die schmeißt ja hier quasi den ganzen Laden. Und, arbeitstechnisch ist auch ziemlich viel am Start. Und da die ja den, quasi den ganzen Tag sowieso am Rechner sitzt, hat die abends auch keinen Bock mehr. Aber ich denke, wenn Fjordur rauskommt, dann werdet ihr uns beide wieder im Doppelpack erleben dürfen. Lauft ruhig weg, ihr Penner! Ist ja nicht so, dass ich hier wichtige Sachen mit euch zu besprechen habe. Dagi, hör mal hier. Hey, Fremder, was machst du auf meinem Land? Das hatten wir doch schon. Wir haben mit Dagobert gelabert. Der sollte Palisaden bauen. Der glaubt uns das nicht. Wir beweisen ihm das jetzt mit der Narbe unseres Onkels. Bla, bla. Okay, alles gut. Was willst du? Nicht unmöglich, Sambor sagte. Weil bei Sambor weiß er denn, das ist in Ordnung. Und wir brauchen... er kann uns trauen. Meine Axt gehört dir. Jetzt müssen wir ihm schon wieder Holz bringen. 40. Ja, da bin ich jetzt so ein bisschen pisst, ne? Bin ich ganz ehrlich. Was soll denn das? Wir waren bei Unigosts Geschichte, glaube ich, schon bei Kapitel 2. Das ist blöd. Das ist richtig blöd. So, jetzt wollen wir aber nicht jammern. Bom, 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 bom. Der Riesenschirmpilz. Der ist ganz schön schwer. Den können wir ruhig mal essen. Höfchen. Jetzt haben wir uns direkt wieder der Edelreizer. Auch ziemlich geil. Jetzt müssen wir dem schon wieder diese fucking 40 Rundhölzer besorgen. Da bin ich jetzt überhaupt nicht mit einverstanden, ne? Bin ich mal ganz ehrlich, finde ich ganz schön doof. Muss ich mich jetzt mal kurz drüber aufregen, echt. Muss man was trinken?
weil wir deswegen jetzt erstmal wieder Gewicht loswerden müssen. Ja gut, wenn wir hier einen Händler haben, dann können wir wenigstens die Steinmesser wegtun, obwohl so schwer sind die jetzt nicht mit ihrem Zweigewicht. So, ein bisschen Chat lesen.